Ja, 13 Uhr. Wir sagen herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Wir freuen uns, dass wir Ihnen heute unser Landtagswahlprogramm präsentieren können. Heute genau 2 Monate vor der Landtagswahl am 26. Juli. Und ich darf Ihnen am Anfang gleich verkünden, wie das Ergebnis für unser Landtagswahlprogramm ausgefallen ist. Wir haben ja eine Online-Abstimmung für unsere Mitglieder organisiert. Die ist jetzt am Freitagnachmittag zu Ende gegangen. Das Ergebnis sieht wie folgt aus. 82% haben für das Landtagswahlprogramm gestimmt, 13% dagegen und 5% haben sich enthalten. Das ist für uns ein stolzes Ergebnis. Eine große Mehrheit hat sich also hinter unserem Landtagswahlprogramm versammelt. Sie müssen sich ja vorstellen, dass wir als inhaltliche Volkspartei, sage ich mal, sehr breit aufgestellt sind. Da ist es immer schwierig, Kompromisse zu finden und die richtigen Lösungen zu finden. Deswegen sind wir sehr froh über dieses starke Ergebnis mit 82% Zustimmung. Dahinter steckt natürlich eine Menge Arbeit, die wir geleistet haben, über 18 Monate mit unseren Landesfachausschüssen, der Landesprogrammkommission und auch dem Redaktionsteam. Insgesamt etwa 50 Mitstreiter, die da am Werke gewesen sind. Also das war eine wirkliche Energieleistung. Und lassen Sie mich anfügen, es war nicht das programmatische Problem, dass wir erst jetzt, 2 Monate vor der Wahl, das Landtagswahlprogramm erstellen konnten. Übrigens, andere Parteien waren auch viel später dran. Es liegt einfach an Corona. Sie wissen alle, dass wir 4 Anläufe nehmen mussten, um unsere Wahlversammlung durchführen zu können. Das alles hat uns sehr, sehr aufgehalten. Und eigentlich wollten wir schon im Frühjahr einen Landesparteitag, einen Programmparteitag abhalten, um unser Programm zu diskutieren und zu verabschieden. Das war leider nicht möglich aufgrund der Corona-Umstände. Deswegen hat sich das etwas verzögert und wir mussten auch einen anderen Weg als sonst gehen. Da wir Online-Parteitage nicht durchführen wollen, das ist in unserer basisdemokratischen Partei etwas schwierig umzusetzen. Sie wissen, bei anderen Parteien gibt es Delegierte, das sind etwa 100 Leute, die dann diskutieren über so ein Programm. Bei uns kann jeder kommen, das heißt, wir mussten damit rechnen, dass 300 Mitglieder dann bei so einer Diskussion über ein Parteiprogramm dabei wären. Das Ganze lässt sich online schwerlich darstellen. Deswegen haben wir den Weg über die Online-Diskussion gewählt, das heißt, wir haben unseren Entwurf den Mitgliedern präsentiert. Die Mitglieder konnten dann ihre Änderungsvorschläge einbringen. Das haben wir dann nochmal in der Landesprogrammkommission diskutiert und sind dann jetzt in der letzten Woche in die Online-Abstimmung, in die Mitgliederbefragung gegangen. Und das hat eben dieses stolze Ergebnis dann zur Folge. 82% sind dabei. Wir freuen uns jetzt, dass wir eben nicht nur personell, sondern auch programmatisch für die kommende Landtagswahl vorbereitet sind. Ja, inhaltlich kann man sagen, greifen wir genau die Themen auf, die entscheidend sind für unser Land, für die Zukunft. Thema Wirtschaft, ganz wichtig gerade jetzt in Corona-Zeiten. Ich hoffe nach Corona, aber so richtig sieht es ja noch nicht danach aus, dass wir schon nach Corona sind. Deswegen ist es besonders wichtig, dass wir unsere Wirtschaft wieder flott bekommen in Mecklenburg-Vorpommern. Darum wollen wir uns kümmern. Wir wollen Freiheit für die Wirtschaft, wir wollen Entlastung für die Wirtschaft, damit sie eben wirklich wieder arbeiten können. Wir wollen uns um das Thema Bildung sehr verstärkt kümmern, weil das nämlich die Voraussetzungen schafft für eine wirklich gedeihliche Zukunft in Mecklenburg-Vorpommern. Wir brauchen bessere Abschlüsse als in anderen Bundesländern. Wir müssen sozusagen Vorteile liefern für unser Land. Wir haben eine hervorragende Landschaft, wir haben frische Luft. Man kann sich hier bei uns wohlfühlen, aber es fehlen die Arbeitsplätze. Für die Arbeitsplätze brauchen wir natürlich Unternehmen, die herkommen wollen. Und die kommen wiederum her, wenn sie gut ausgebildete Menschen vorfinden. Darum wollen wir uns kümmern. Wir brauchen deswegen vor allen Dingen und auch gerade nach Corona-Zeiten jetzt mehr Lehrer. Ein Problem, was seit Jahren akut ist. Wir müssen den Lehrermangel endlich beseitigen. Dazu gibt es viele Wege. Wir alle wissen, dass in der Ausbildung und bei den geeigneten Bewerbern schon ein Flaschenhals da ist. Und deswegen denken wir auch intensiv über eine pädagogische Hochschule nach, mit der wir sozusagen einen Pfund setzen können gegen den Lehrermangel, weil wir eben Argumente haben, eben ähnlich wie bei der Polizeihochschule, dass diejenigen Bewerber, die zu uns kommen in eine pädagogische Hochschule, dann sofort eingestellt werden und bei guten Ergebnissen direkt in den Lehrerdienst auch übernommen werden. Das, glauben wir, ist ein guter Weg. Ja, wir brauchen natürlich noch mehr. Wir brauchen auch eine Ausrichtung unseres Bildungswesens noch mehr auf die Naturwissenschaften. Das, was uns stark gemacht hat in Deutschland und auch in der DDR übrigens, die polytechnische Ausbildung, die praxisorientierte Ausbildung, ist sehr, sehr wichtig. Die kommt unseres Erachtens immer noch zu kurz in Mecklenburg-Vorpommern. Da müssen wir mehr Wert drauf legen. Die MINT-Fächer sind entscheidend für die Bewältigung unserer Zukunft und da muss der Weg hingehen. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern
die höchste Zahl an Ausbildungsabbrechern und dem können wir entgegenwirken, indem die Schüler schon an die Praxis herangeführt werden, sie sich auch Gedanken machen können und ausprobieren können, wo es sie dann in der Berufswahl hinführen mag. Also Bildung ein ganz wichtiger Ausrufezeichen, ebenso wie das Thema Familie. Wir haben es ja nach wie vor so, dass wir zu wenig Kinder bekommen. Und das ist, glaube ich, auch langfristig der entscheidende Weg, dass wir wieder zu normalen Geburtenraten kommen. Dafür müssen wir eben attraktive Bedingungen setzen. Insgesamt natürlich in Deutschland, aber zumal wir in Mecklenburg-Vorpommern, bei uns ist es nochmal wichtiger, dass wir Anreize setzen. Da haben wir das Thema Erziehungsgeld schon auf dem Plan, das Thema Babybegrüßungsgeld, also alles, was dafür sorgt, dass sich eine Familie schneller, auch vielleicht früher, denken wir gerade an Studenten, dass sie sich schon während des Studiums auch für Kinder entscheiden können, weil sie wissen, wir haben zwar nicht viel Geld, aber der Staat unterstützt uns, das hilft uns weiter, also können wir uns jetzt schon entscheiden und nicht erst mit 30, wie es ja heute oftmals erst der Fall ist. Wir müssen uns um den ländlichen Raum kümmern, auch das ist ja absolut wichtig bei uns im Flächenland Mecklenburg-Vorpommern. Wir hinken hier nochmal der bundesweiten Entwicklung hinterher, auch was die Breitband Entwicklung angeht. Wir müssen besser sein als die anderen. Nur so kommen wir voran in unserer Randlage in Deutschland. Ansonsten gibt es eben weniger Argumente dafür, dass sich Unternehmen ansiedeln und wie unsere Wirtschaft weiter in Gang bringen und damit unser Land auch florieren kann. Also ländlicher Raum ganz wichtig, die Beseitigung der Funklöcher. Jeder kennt das, der durchs Land fährt. Die CDU hat ja mal sogar eine Karte dazu gemacht, nur war die CDU halt lange in der Regierung und hätte aktiv was dagegen tun können. Da müssen wir ran. Mobilfunk muss überall möglich sein, auch auf dem kleinsten Dorf an jeder Milchkanne. Ebenso das Breitband, deswegen wollen wir den LTE-Ausbau bis 2025. Ja, das heißt für uns, wir wollen eine Änderung in der Politik. Wir wollen natürlich auch in Regierungsverantwortung, wenn die Möglichkeit dafür da ist. Wir stehen für eine bürgerlich-konservative Wende in diesem Land. Die brauchen wir endlich, denn die neueste Umfrage jetzt vom Nordkurier hat gezeigt, was uns droht, ist rot-rot-grün. Und das kann nicht im Sinne des Erfinders sein und wirkt unser Land in eine falsche Richtung führen. Auch rot-schwarz kann es nicht sein, ein Weiter-so darf es nicht geben, denn diese schwedische Regierung hat versagt mit Hilfe der CDU und das zeigt sich auch bei den CDU-Ergebnissen in den Umfragen derzeit. Es gibt andere Möglichkeiten. Diese anderen Möglichkeiten bieten wir an, wenn das programmatisch machbar ist. Darauf hoffen wir, dass sich da etwas bewegt bei den anderen. Und unser Programm ist ein Zeichen dafür, dass wir diesen sachorientierten bürgerlichen Weg in der Partei gehen wollen. Ja, wir sehen bereits, dass sich die Zahlen auch in eine gute Richtung für uns entwickeln. Die gestrige Umfrage hat ja uns gezeigt, dass wir in Vorpommern aktuell 24% haben und damit stärkste Kraft bereits im östlichen Landesteil sind. Das macht uns natürlich sehr, sehr stolz, ist aber gleichzeitig Verpflichtung für uns, auch in Mecklenburg noch ein bisschen mehr Gas zu geben und diesen Weg weiterzugehen. Ich glaube, wir können überzeugen, sowohl mit unserem Programm als auch mit unseren kompetenten Kandidaten, die wir gewählt haben, die jeder ein wichtiges Feld der Landespolitik in den Landtag einbringen können, sodass wir mit dem heutigen Tag genau 2 Monate vor der Landtagswahl gut aufgestellt sind mit den geeigneten Kandidaten zur Wahl und auch mit einem sehr, sehr guten Landtagswahlprogramm. Ja, zum Inhalt darf ich natürlich jetzt Nikolaus Kramer, unseren Fraktionsvorsitzenden und Spitzenkandidaten, nochmal zu Wort bitten. Vielen Dank, Leif. Herr Holm hat es schon gesagt, wie das unser Landtagswahlprogramm entstanden ist. 1,5 Jahre intensive Arbeit und diese knapp 70 Seiten sind Zeugnis für diese intensive Arbeit. Wie ist das zustande gekommen? Da möchte ich am Rande auch noch kurz erläutern. Wir haben uns also unser Landtagswahlprogramm von 2016 vorgenommen und haben reingeschaut, was konnten wir aus unserem Landtagswahlprogramm 2016 umsetzen. Und da muss man dann sagen, weil wir auch oft die Frage gestellt bekommen, ist es nicht schwierig in der Opposition, wenn man seine Anträge nicht durchgesetzt bekommt, hängt natürlich immer von den parlamentarischen Mehrheiten ab, keine Frage. Dennoch konnten wir einiges aus unserem Landtagswahlprogramm umsetzen. Wir haben zum Beispiel mit dem AWO-Untersuchungsausschuss ganz viel aufdecken können. Wir haben im Bereich Inneres, haben wir zwar immer nicht direkt, unsere Anträge sind alle ausnahmslos abgelehnt worden, aber dennoch, und das hat auch Leif schon gesagt, wir haben schon mit Beginn des Bestehens der AfD Sachpolitik betrieben. Das heißt, uns waren die Antragsteller
letzten Endes egal. Wir haben zu jedem Antrag zugestimmt als Landtagsfraktion, wenn es im Sinne unserer Bürger hier im Land gewesen ist. Wir schauen dann nicht auf den Antragsteller, egal welche Partei, wenn das ein sinnvoller Antrag ist, so haben wir dem zugestimmt. Was haben wir also gemacht? Wir haben unser Landtagswahlprogramm 2016 vorgenommen, haben das nochmal durchgeackert und haben Haken dran gemacht, was ist bis jetzt umgesetzt worden durch uns, was konnten wir unseren Wählern, was wir denen im Vorfeld versprochen haben, was konnten wir jetzt im Nachgang dann dort präsentieren, was wir umgesetzt haben, und haben dann die offenen Themenfelder nochmal präzisierter aufgeschlüsselt, nochmal neu formuliert, und hinzugekommen sind einige andere Themenfelder. Leif hat schon angesprochen, für uns ganz wichtig für die kommende Legislaturperiode hier im Land ist einmal die Ausbesserung, die Erweiterung, der Ausbau des Bildungssektors. Ganz, ganz wichtig ist aber auch Familie. Wir müssen einfach unsere demografische Kurve wieder ein bisschen nach oben steuern können, und das eben durch die Stärkung der eigenen Familie, durch die Bürger hier im Land, und nicht durch Massenmigration, so wie uns das immer hier vorgegaukelt wird, dass wir uns hier Fachkräfte im Land holen, was grundsätzlich ja auch überhaupt kein Problem ist. Dennoch müssen wir hier mit unserem Familienprogramm, mit unserem Bildungsprogramm den Boden schaffen dafür, dass, so wie auch vorhin schon erwähnt worden ist, sich unsere Menschen hier im Land eher und schneller dafür entscheiden, Familien zu gründen, weil nur dann kann auch ein Land funktionieren und lebenswert sein, wenn wir hier lebenswerte Räume für unsere Familien schaffen. Das ist also unser Landtagsprogramm, unser Landtagswahlprogramm, sehr umfangreich, auf knapp 70 Seiten finden Sie die verschiedensten Eckpunkte. Ich möchte hier unsere wichtigsten Eckpunkte mal nennen. Einmal fordern wir, wir werden, wenn wir die Mehrheiten haben, das Landesbegrüßungsgeld umsetzen. Also Babybegrüßungsgeld umsetzen heißt für uns, dass Familien, die Kinder bekommen, für jedes Kind 5.000 Euro als Prämie bekommen. Dann wollen wir mit dem Landeserziehungsgeld eine echte Wahlfreiheit bei der Kinderbetreuung schaffen. Heißt für uns also nicht nur die kostenfreie Kita, die wir schon 2016 gefordert haben, sondern eben auch, dass wenn Menschen sich dazu entscheiden, Familien dazu entscheiden, ihre Kinder nicht in Tagesstätten betreuen zu lassen, sondern privat zu betreuen, dass auch sie in den Genuss von diesem sogenannten Landeserziehungsgeld kommen, um eben Gleichheit für alle hier darzustellen. Als Schlüssel für unsere Zukunft sehen wir natürlich die exzellente Bildung. Hier ist in den letzten 20 Jahren viel liegen geblieben. Leif hat schon angesprochen, wir haben einen total krassen Lehrermangel hier in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist zum einen dadurch bedingt, dass in anderen Bundesländern die Rahmenbedingungen attraktiver sind, aber nicht nur die finanziellen Rahmenbedingungen, sondern eben auch Mecklenburg-Vorpommern ist ein Flächenland. Das ist für den einen oder anderen ein Problem. Viele kommen ja hierher, studieren in Greifswald oder in Rostock den Lehrerberuf und stellen dann fest, dass es an der Dorfschule vielleicht dann doch nicht so das pulsierende Leben ist. Da muss man dann schauen, dass man das attraktiver gestaltet. Und so verzahnen sich die einzelnen Landtagswahlprogrammpunkte zu einem großen Gesamtbild, zu einer großen Maschinerie, die dann dafür sorgen wird, dass Mecklenburg-Vorpommern endlich wieder normal wird. Live hat schon angesprochen, Breitbandausbau, Infrastruktur, dann auch die Schülertickets, das ist das, was Azubi-Tickets, auch eine Forderung der Union schon über mehrere Jahre. Ist kaum vorstellbar, dass eine Partei, die in Regierungsverantwortung ist, so lange braucht, um sich da mit einem Koalitionspartner durchzusetzen. Mit uns wird nicht gelabert, wir machen, das unterscheidet die AfD von allen anderen Parteien hier in diesem Land. Wir sprechen uns ganz klar für den Erhalt der Förderschulen aus, von Anfang an. Wir fordern keine Inklusionsexperimente. Es zeigt ja auch bisher, dass das nicht funktionieren kann. Die Lehrer sind einfach überfordert. Wir haben auch nicht das nötige Personal, weil das ist wirklich ein sehr sensibler Umgang mit diesen Kindern, mit diesen Schülern, und den kann man einfach nicht in so einer Schule gewährleisten, wo alle unabhängig, ob sie Leistungsträger sind oder eher nicht die Leistungsträger sind, die kann man dann halt nicht dementsprechend beschulen und vor allen Dingen betreuen, so wie es nötig wäre. Deswegen sprechen wir uns ganz klar für den Erhalt von Förderschulen aus. Und das hört man übrigens auch oft aus Seiten der Lehrerschaft, die an solche Förderschulen bisher unterrichten. Dann, Leif hat es auch schon angesprochen, sprechen wir uns für eine pädagogische Fachhochschule aus. Analog zur Fachschule der Polizei und öffentliches Recht, so in Güstrow. Der Standort sei erstmal dahingestellt, dennoch erachten wir das für nötig, so eine pädagogische Fachhochschule hier im Land zu installieren. Und vor allen Dingen müssen wir uns auch breiter aufstellen, also wieder in Richtung Polytechnik, dass wir mehr
Beispiel praxisnahe, beispielhaften Unterricht durchführen, nicht nur diesen Frontalunterricht durch den Lehrer vor der Klasse, sondern eben auch mit Experten. Und das kann zum Beispiel auch über so eine pädagogische Fachhochschule gewährleistet werden. Ne? Dass dann gerade im Sektor der Berufsschullehre, da haben wir einen ganz eklatanten Mangel. Und wir leben in der Vorstellung, dass man das durch eine so eine pädagogische Fachhochschule dann Praktiker auch dazu begeistern kann, an der Schule und sei es die Berufsschule eben praxisnahen Unterricht zu gewährleisten. Für uns auch ganz wichtig ist, weniger Macht den Parteien, dadurch mehr Demokratie. Also wir leben ja, da sind wir auch schon zur Bundestagswahl 2017 und auch hier Landtagswahl 2016 sind wir damit nach außen gegangen. Wir wollen mehr demokratische Mitentscheidung für unsere Bürger nach schweizerischem Vorbild. Dafür wollen wir die Hürden für die Volksbegehren senken. Derzeit sind diese Hürden so hoch, dass man sie kaum erreichen kann mit 100.000 Unterschriften. Wir fordern, dass wir diese Hürden absenken auf 5% der Wahlberechtigten im Land. Und das bedeutet für uns aber eben auch, dass man eben die Wahlbeteiligung und das Interesse an der Politik im Land mehr stärken kann, weil ja dann auch die Gegner zum Beispiel von Volksinitiativen dann eben auch genauso zur Wahlurne gebeten werden wie die Befürworter dieser Initiativen, und das ist bisher nicht der Fall, und so haben wir dann eben alle in einem Boot und können dort gemeinsam uns austauschen, kann ein politischer Diskurs stattfinden, und ich denke, dass das ein geeignetes Mittel dafür ist, eben auch die Politikverdrossenheit wieder ein bisschen aus der Ecke zu holen, dass die Menschen sich wieder mehr für die Politik interessieren und nicht immer nur sagen, ach, die abgehobenen Politiker da oben. Nein, dann können sie eben mehr selbst mitbestimmen und das auf einer ganz anderen Ebene als zum Beispiel in der Kommunalpolitik. Das ist dann aber auch ganz wichtig, und Sie sehen, dass also das Programm sich wirklich total verzahnt miteinander. Wollen wir natürlich auch das Ehrenamt stärken, zum Beispiel indem wir die Aufwandsentschädigung angemessen gestalten und nicht so wie es jetzt ist. Man soll natürlich damit nicht reich werden, aber man soll natürlich auch den Ausfall, den man dadurch durch das Ehrenamt erlangt, eben auch wie gesagt angemessen ausgestattet bekommen. Die Vereine sind ein ganz wichtiger Bestandteil für unsere funktionierende Gesellschaft, und wir sehen eben auch, dass die Vereine immer weniger Mitglieder haben, weil die Menschen gerade jetzt in den Corona-Zeiten doch eher mit sich selbst zu tun hatten, mit sich selbst beschäftigt gewesen sind, und da wollen wir wieder hinkommen. Dazu gehört für uns zum Beispiel auch das sogenannte Stiefelgeld, die Feuerwehrrente. Das muss weg von den Kommunen, weil die Kommunen in der Regel auch überschuldet sind. Das muss Landesaufgabe werden. Dann haben wir natürlich auch eins unserer Kernthemen, ist die Migration. Wir sprechen uns absolut dafür aus, die illegale Migration zu stoppen. Da bietet unser Landtagswahlprogramm auch umfangreichende Punkte. Das heißt für uns, dass illegale Migranten an den Grenzen zurückgewiesen werden. Das heißt nicht nur an der Landesgrenze, sondern eben auch an der Bundesgrenze. Nötigenfalls muss dazu eine Grenz- und Rückführungspolizei unterstützend eingesetzt werden. Also sprich, dass Landespolizei dann die Bundespolizei bei der Grenz- und Rückführung dort unterstützt. Wir werden die Einwanderung in unsere Sozialsysteme verhindern, vermeiden, und wir sprechen uns ganz klar dafür aus, dass wir vor Ort Hilfe leisten sollen und Hilfe leisten werden als hier in unserem Land, weil damit ist allen Menschen geholfen. Wir verhindern, weil das sind ja, also gerade diese Einwanderung in unser Sozialsystem ist ein absoluter Pull-Faktor, und wir sagen, wir müssen die Fluchtursache vor Ort bekämpfen, wir müssen die Fluchtursache vor Ort verhindern, und das geht nur, indem man eben Hilfe vor Ort leistet, und jeder Euro, der vor Ort dort eingesetzt wird, der ist viel mehr wert für alle Beteiligten, als wenn wir hier die Bürger, die Menschen alimentieren, die hierher kommen und in unsere Sozialsysteme einwandern. Dann sprechen wir uns ganz klar für eine zentrale Ausreiseeinrichtung aus. Es kann nicht sein, und die Zahlen sind ja wirklich deutlich, 2/3 aller Abschiebungen scheitern, und der Großteil der gescheiterten Abschiebungen scheitert einfach daran, dass man die Abzuschiebenden gar nicht greifen kann, weil die nicht da sind, weil die irgendwo untergetaucht sind. Das verursacht immense Kosten für unser Land. Dementsprechend belastet das der Steuersäckel. Damit könnte man Mittel frei machen für die anderen Projekte, die wir in unserem Landtagswahlprogramm drin haben. Und von daher ist es immanent wichtig, dass wir zentrale Ausreiseeinrichtungen haben. Und dazu gehört für uns auch eine landeseigene Abschiebehaftanstalt für Abschieblinge, die abzuschieben sind, dem aber nicht nachkommen. Die müssen dann bis zum Tag der Abschiebung in Haft genommen werden. Man hat ja jetzt angefangen, in Glückstadt Schleswig-Holstein eine Abschiebehafteinrichtung zu errichten. Es hat sich verzögert durch die pandemiebedingte Lage. Da steht für unser Land in Mecklenburg-Vorpommern 20 Plätze zur Verfügung. Das ist überhaupt nicht ausreichend, wenn ich mir die Zahlen hier in unserem Land angucke. Und wir wollen natürlich auch Anreize für die freiwillige Rückkehr
in unserem Land schaffen. Dann kommen wir auch zu einem nächsten Thema, was dem sich nahtlos anschließt. Wir fordern also eine Grenz- und Rückführungspolizei. Heißt, wir müssen auch unsere Polizei stärken. Dazu gehört für uns Verbesserung der Infrastruktur. Wir haben immer noch Polizeireviere, die den Charme von DDR-Gemäuern haben hier in unserem Land. Das gilt es, diesen Ausbau- und Sanierungsstau, den müssen wir auflösen, insbesondere an der Fachhochschule der Polizei. Also auf der einen Seite wirbt das Land für den Polizeiberuf, auf der anderen Seite sind dort die Studenten in Containern umgebracht. Für Dozenten, die von auswärts kommen, gibt es kein WLAN. Ne, das ist auch der Punkt, den Live schon ansprach mit dem Breitbandausbau. Da sind wir echt noch hinten dran. Da muss viel mehr geschehen. Dementsprechend brauchen wir bessere Ausrüstung, Ausstattung für unsere Polizeibeamten. Ich denke da an Terrorabwehrwaffen. Ich denke da an die Bodycams, alles Anträge, die wir hier im Landtag schon eingebracht haben. Und mittlerweile ist ja aus dem Pilotprojekt Bodycam ja schon ein richtiges Projekt geworden. Also es werden jetzt sukzessive die Polizeibeamten im Land ausgestattet. Und schon jetzt sagen Studien, dass das zur Deeskalation beiträgt und auch dazu beiträgt, dass unsere Polizeibeamten hier im Land, die einen verdammt guten Job machen, der nach meinem Dafürhalten viel zu wenig wertgeschätzt wird, eben auch dafür Sorge trägt, dass diese Polizeibeamten weniger körperlichen und auch verbalen Angriffen ausgesetzt sind, weil einfach der soziale Konfliktpartner weiß, ich werde im Zweifel aufgenommen. Freiwillige Feuerwehr habe ich auch schon angesprochen, wollen wir attraktiver machen, unter anderem zum Beispiel durch die Stärkung des Ehrenamtes mit dem Stiefelgeld. Wir müssen unsere Justiz stärken. Also es greift ja auch alles ineinander. Wenn ich mehr Polizei habe und mehr Straftaten feststelle, muss ich dementsprechend auch die Straftäter schneller aburteilen können. Da ist die Justizstrukturreform ein großer Griff in den Topf ohne Honig der Landesregierung gewesen. Da wollen wir natürlich wieder mehr Amtsgerichtsbezirke in Mecklenburg-Vorpommern einführen, damit die Gerichte eben auch am Bürger sind. Es kann nicht sein, dass man, wenn man in Penkun lebt, für Erbrechtsangelegenheiten nach Greifswald fahren muss, das sind über 90 Kilometer, da fast 2 Stunden Fahrstrecke auf sich nehmen muss, um da dann gegebenenfalls vor verschlossenen Türen zu stehen. Und wir wollen natürlich auch mehr Bürgerservice durch Online-Angebote. Es kann nach unserem Dafürhalten nicht sein, dass wir in einem Land wie der Bundesrepublik Deutschland fast dritte Weltstatus haben, was die Online-Geschichten betrifft. Da, wenn ich als Vorreiter schon seit Jahren gilt da Lettland, die haben alles digitalisiert und wir müssen für unsere Bürger eben auch, die das in Anspruch nehmen wollen, vollumfängliche Online-Angebote bieten können. Es kann nicht sein, dass man, wenn man sich eine Fahrerlaubnis beantragt, einen Personalausweis beantragt, einen Wohnsitzwechsel oder sonstige Geschichten, dass man da immer in das Bürgeramt gehen muss. Das kann nach unserem Dafürhalten heute alles online passieren. Hat ja uns auch die Pandemie gezeigt. Da sind wir ja jetzt schon auf dem richtigen Weg. Da dürfen wir uns nicht ausruhen. Da müssen wir weiter daran arbeiten. Natürlich spielt auch der Tourismus eine große Rolle in Mecklenburg-Vorpommern. Wir sprechen uns aber gegen den Übertourismus aus. Wir wollen einen sanften Tourismus im Einklang mit der Natur. Es bringt uns nichts, wenn wir überall die riesen Bettenburgen haben. Und der Grund, warum die Leute herkommen, die Menschen, die herkommen in unser Land, die Urlauber, ist ja die unberührte Natur, unsere schöne, vielfältige Landschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Wenn ich also von West nach Ost fahre oder von Ost nach West, wir haben Küste, wir haben Steilküste, wir haben unsere Flora-Fauna-Habitate, wir haben die Seenplatten überall. Und Mecklenburg-Vorpommern ist nicht umsonst das schönste Bundesland der Bundesrepublik, das wollen wir uns behalten, wollen uns erhalten und deswegen sprechen wir uns auch absolut gegen diesen Massentourismus aus. Dann wollen wir den Gesundheitstourismus fördern. Wir haben ja hier die Flächen, wir haben ja hier die Rückzugsorte für Erholung und das sieht man ja auch, dass die Einbürgerung der Menschen, also die sich in Mecklenburg-Vorpommern einbürgern lassen, immer älter sind. Die kommen aus anderen Bundesländern hierher und genießen hier die Ruhe, genießen hier die frische Luft. Das finden wir, das ist ausbaufähig und deswegen haben wir das auch in unserem Landtagswahlprogramm so niedergeschrieben. Und ein großer Punkt für uns ist auch, da hat meine Landtagsfraktion auch große Vorarbeit geleistet. Es wird uns ja auch mal vorgeworfen, wir würden die GEZ abschaffen wollen und somit die Mittel für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Nein, so ist es nicht. Wir wollen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk lediglich verschlanken und wir wollen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch seinem Bildungs- und Informationsauftrag wieder nachkommt und deswegen wollen wir den Grundfunk. Und dieser Grundfunk ist Bestandteil unseres Landtagswahlprogrammes und es ist eng abgestimmt mit den anderen Landtagsfraktionen und den anderen Landesverbänden der AfD und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg.
und werden das in der kommenden Legislatur umsetzen können und umsetzen werden. Natürlich für uns auch ein ganz großes Thema, ich habe es gerade angesprochen, wir sind ein sehr schönes Bundesland, das schönste Bundesland schlechthin. Wenn ich aber, so wie heute Vormittag, von Greifswald nach Schwerin fahre, habe ich nicht einen einzigen Autobahn- und Straßenkilometer, wo ich keine Windräder sehe. Wir wollen den Windkraftausbau stoppen. Wir sagen Ja zur 10H-Regelung. Es kann nicht sein, dass unser ganzes Land verspargelt wird. Das macht die Umwelt kaputt, das macht die Menschen krank. Dann sind wir natürlich weiterhin auf unserer Agenda, haben wir die Abschaffung des EEG-Gesetzes. Das funktioniert einfach nicht, hat die Zeit bis jetzt gezeigt. Wir sprechen uns dafür aus, diese sogenannten Brückentechnologien wieder weiter zu fördern. Das heißt, Weiterbetrieb von Kohlekraftwerken, Ausbau von Gaskraftwerken. Und mittlerweile ist ja auch in der Gesellschaft erkennbar, dass man sich immer mehr auch wieder dazu entscheidet, die Kernenergie zurückzuholen. Frau Merkel hat 2010 nach dem Tsunami in Japan gesagt, wir schließen jetzt den Atomausstieg sofort. Hat gezeigt, das kann einfach nicht funktionieren und wir sind der Meinung als AfD, wir müssen auch wieder unser Augenmerk auf die Kernenergie legen, um einfach die Lücken zu schließen, die es jetzt gibt. Und wir stehen vor ständigen Backouts. Wenn wir einfach mal keinen Wind haben, wenn wir einfach keine Sonne haben, dann haben wir nicht ausreichend Strom. Und das ist genau der Punkt, was ja dann auch immer unsere Fridays for Futures-Hüpfer so fordern, der sofortige Ausstieg aus kraftstoffbetriebenen Fahrzeugen hin zu Elektroautos. Auch dafür brauchen wir mehr Strom. Und das können wir nur gewährleisten. Also unsere Gesellschaft ist ja so abhängig vom Strom mittlerweile geworden. Jeder kennt es, jeder hat irgendwie ein, zwei Handys, jeder hat ein Tablet. Zu Hause läuft der Fernseher, der Rechner noch nebenbei. Bei den Temperaturen hat der eine oder andere eine Klimaanlage. Das sind alles Energiefresser und das können wir mit den jetzigen Energieressourcen, die wir haben, nicht bewerkstelligen. Deswegen heißt es für uns zurück zur Kernenergie. Wenn Sie jetzt Detailfragen haben zu unserem Landtagswahlprogramm, lade ich Sie herzlich ein, uns mit Ihren Fragen zu löchern. Herzlichen Dank.